Dragon Balls? Guck uns jetzt nicht das ganze Intro an. Leute, willkommen zu Dragon Ball Fusion. Das Spiel ist mega laut. Leute, seid ihr ready für ein 3DS-Spiel? Nintendo 3DS? Hat jemand von euch überhaupt? Ich hab ihn. Aber das Spiel habe ich nicht. Und ich dachte mir, jo, meinen 3DS aufzunehmen, ist ehrlich gesagt ziemlich beschissen. Na? Weil ihr braucht jetzt ein Kabel, Adapter, ihr könnt es euch vorstellen. Deshalb zocken wir das jetzt mal am PC an. Ich weiß nicht, ich hoffe, ich kann es irgendwie auf Englisch, auf Deutsch umstellen. Ich müsste jetzt das richtige runtergeladen haben. Bin mir aber nicht sicher. Es sieht leider schlecht aus nach Deutsch. Aber egal, wir können mal rein in Englisch. Ich weiß nicht genau, ob alles so gut funktioniert. Theoretisch sollte es in 4K hochgerendert werden, das Bild neben mir. Weil am 3DS sieht es natürlich nicht so geil aus wie hier. Sie haben einen Erdling, ein Saiyajin, Namekiana. Was? Ein Alien? Was, ein Alien? Also ganz ehrlich, Leute, ich fühle mich als Saiyajin. Deswegen gehen wir auch da rein. Male oder Female? Natürlich Male. Das ist männlich. Man kann den ganzen Charakter einstellen? Okay, ich mach das mal kurz. Ich würde sagen, ich bin zufrieden. Wir gehen rein. Was ist jetzt aber die Starttaste, ist die große Frage. Enter your name. Rabbit, natürlich. Seht ihr gerade nicht. Okay, wir gehen rein. Charakter erstellen war ein bisschen schwierig, die Tasten erstmal zu finden und so weiter. Aber ich glaube, das wird geil. Mein erstes Mal Dragon Ball Fusions. Ah. Sind wir am richtigen Ort? Ui. Hey, das sieht schön aus. Das sieht echt schön aus. Man merkt, dass ich das 3DS-Spiel wirklich in 4K hochgerendert habe. Das sieht echt schön aus. Ui. Okay, was machen wir hier? Okay, wir suchen jemanden. Wir suchen jemanden, der hier rumläuft. Aber wo soll er sein? Hier! Ein Dragon Ball! Ein Dragon Ball! Lol. Und ihr könnt ihr vielleicht schon denken, warum das Game Infinite Fusion heißt. Denn du kannst deine Charaktere fusionieren. Das ist ein angezockt Video. Wir schauen uns das Ganze mal an, wie es so aussieht. Ne? Das Ganze von 2017 habt ihr gesehen. Nicht so alt, so alt noch. Und wenn ihr mehr sehen wollt, Daumen nach oben. Natürlich abonnieren nicht vergessen, um nichts zu verpassen. Ja, wir können uns wünschen natürlich damit, wenn wir alle 7 haben. Wir sammeln jetzt schon? Okay, wir haben ein... Okay, wir wollen das größte Turnier erstellen, was es je gab. Mit echten Kämpfern. Wer rauszufinden, wer der stärkste ist natürlich, ne? Und jetzt beschweren wir Shenlong am Anfang des Spieles? What the fuck? Wir beschweren jetzt schon Shenlong? Oh Lord. Ey, für ein 3DS-Spiel sieht das doch geil aus, seid mal ehrlich, oder? Für ein 3DS-Spiel in dieser Qualität? Schon sexy. Fühle ich schon ein bisschen, ne? Ich weiß jetzt, über mir... Shenron redet. Über mir, unter mir ist ein schwarzer Balken. Unter mir ist das kleine Display vom 3DS, ne? Und das hier links ist übrigens das große Display oben vom 3DS. Vielleicht mache ich da noch was drumherum und so weiter. Aber erst muss ich wissen, ob ihr Bock drauf habt, ob ihr Infinite Fusion durchspielen sollt. Okay, wir haben einen Wunsch. Was wünschen wir uns? Und vielleicht finde ich noch raus, ob man es auf Deutsch stellen kann. Wir wollen auf jeden Fall ein riesen Turnier machen mit den größten Kämpfern. Nichts ist passiert. Warum? Shenlong? Shenlong? Ist er eingeschlafen? Oh, er ist fertig. Unser Wunsch wurde erfüllt. Ey, er sieht so gut aus, ne? Ihr müsst mal in die Kommentare schreiben. Ist das Spiel zu laut? Ist das Spiel zu leise? Es müsste funktioniert haben, ne? Oh, hinter uns. Okay. Wir werden also in eine andere Welt gezogen, wo das Turnier stattfindet. Bin gespannt, Leute. Bin gespannt, Leute. Bruder muss los, ab in die andere Welt. Ich habe noch Kaffee. Ha. Ey, ich bin echt gespannt. Ne? Wieso, ich habe das Spiel noch nie gespielt. Diana hat es, glaube ich, mal gespielt. Ich glaube, Diana besitzt das Spiel. Ich habe es noch nie gespielt. Wollte es unbedingt mal testen, aber halt am PC, ne, weil bessere Grafik. Hat ein bisschen was von Kakarot-Style sogar. Das Gesichtsausdruck, Alter.
Ui. Lol. Der ist echt schön. Wir sind auf fliegenden Inseln, okay. Dragon Ball Fusions. Wir sind angekommen. Yeah, Baby. Ich hab Bock. Habt ihr auch Bock? Ich hab mega Bock. Ah, okay. Wir müssen nochmal aufwecken, unseren Freund hier. Wo sind wir hier? Ja, wenn wir das wüssten, ne? Wenn wir das wüssten, Alter, wo wir sind. Wir sollen ein bisschen auschecken, ja, ein bisschen rumfliegen. Aber wie fliegt man? Ja, wir sehen die fliegenden Inseln. Wie fliege ich denn jetzt? Okay, ich muss mit der Taste. Oh, lol. Oh, lol. Wir können rumfliegen. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Mann. Verlaufe ich gleich. Ist natürlich jetzt schwer, die Steuerung mit Tastatur, ne? Statt mit den Controllern vom 3DS. Let's check it out. Ja. Follow Pinch. Okay. Wo ist er hin? Oh Gott, das Drehen ist ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Ist er da oben? Man kann irgendwie schneller fliegen auch? Wenn ja, ich wüsste nicht wie. Nee, der Pfeil ist hier unten, oder? Ja, ich bin falsch geflogen, tut mir leid. Ah, da vorne ist er. Ich wollte zu der Tür auf der Map unter mir. Dabei ist er vor mir. Okay, wir müssen ihm nachfliegen. Er hat auch so eine Aura um sich, das heißt, er fliegt schneller. Wie fliege ich denn schneller? Und da ist eine Stadt, okay. Rotate Kamera. Ja, bei mir sind die Tasten ein bisschen anders, ne? Ich spiele ja hier auf Tastatur. Ui. Sieht aber schon gut aus für ein 3DS-Spiel, seid mal ehrlich, oder? Nintendo 3DS, ihr wisst, die Grafik ist nicht der Oberhammer. Ich rede nicht von Nintendo Switch, ne? Und jetzt bin ich ja, wie kann ich denn schneller fliegen? Y to lock on. Ich habe kein Y. Ah, hier. Okay. Oh Gott, hold to dash. Was ist der B-Knopf? Ah, hier. Oh, lol. Ich kann doch schnell fliegen. Und ich habe ihn ja eingeloggt, das heißt, ich kann mich nicht verfliegen. Oh, die Tasten muss ich mir jetzt erstmal merken, ne? Die Capsule Corporation. Lol. Bulma, bist du da? Oh Gott, das Bewegen ist noch sehr ungewohnt. Bulma, bist du da? Inside? Ja. Wir gehen zu Bulma, Leute. Ich hoffe, sie ist zu Hause. Ich hoffe, wie geht das nicht zu Hause? Ne, nur Bulma. Okay. Okay, hier bewegt man sich normal. Ah, Bulma, Mann. Sind wir Kämpfer? Ja, wir sind Kämpfer. Die stärksten Kämpfer. Okay, was ist hier ongoing? Erzähl mal. Ich tue mir übrigens ein bisschen schwer, Englisch immer zu übersetzen, denn ich verstehe Englisch. Ich gucke englische Filme, englische Serien. Aber wenn man eine Sprache versteht, muss man den Kopf ja nicht ständig umdenken, was es heißt. Aber man versteht es ja. Und das dann zu übersetzen, finde ich immer ziemlich, ziemlich schwierig. Okay, wo müssen wir hin? Shenron hat das erstellt, ja. Das sind die größten Kämpfer der Welt, okay. Shenron? Ja, wir wissen, 7 Dragon Boys, Shenlong. Haben wir unser Gedächtnis verloren, oder was? Ach so, die wussten nicht, dass das Dragon Boys sind. Die denken, das sind Bälle einfach. Oh, Mann. Okay, sie hilft uns also mit dem Contest. Dem Tournament, ja. Hilft sie uns also. Time Space. Von anderen Zeiten und anderen Räumen, sozusagen. Also, Welträumen. Greatest Fighters ever. Yeah. Unser Traum wird wahr, ne? Ich bin nur gespannt, ob der Traum wahr wird. Und ich bin auf das Kampfsystem gespannt, ne? Wie wird das Kämpfen sein? Macht das Kämpfen Spaß? Wir werden alles rausfinden müssen. Eine Arena ist oben, okay. Im Corin Tower, okay. Fünf-Mann-Team? Wir brauchen Teams? Okay, wir wollen nicht den besten alleine Kämpfer, sondern wir wollen ein Turnier mit mehreren Kämpfern, wie das Turnier der Kraft und so weiter. Aber wie kommen wir auf 5 Kämpfer, bitte? Bulma sieht so aus, als würde sie mitkämpfen. Sie ist kein Kämpfer, nein, sie ist kein Kämpfer. Sie hilft nur. Wir zusammen sind jetzt auch kein Team. Nee. Ja.
Wir wollen rausfinden, wer der Stärkste ist und nicht ein Team sein. Also müssen wir unser eigenes Team erstellen. Wir sind gute Freunde auf jeden Fall, ja, natürlich. Und ja, ich habe die Gohan-Frisur genommen. Aber wie sollen wir jetzt ein Team zusammenstellen? Das ist ein Nintendo 3DS, lol. Wie jetzt, der redet mit uns? Erinnert mich an Pokémon ein bisschen mit dem Pokédex. Okay. Er hilft uns auf jeden Fall. Er heißt Ziku, okay? Er hilft uns, okay, passt. Jetzt müssen wir nur unser Team irgendwie zusammenkriegen und dann kämpfen wir auch mal und so weiter, ne? Okay, und er wird unser Endboss wahrscheinlich. Ne? Trunks und Goten sind hier irgendwo, okay? Oh, die können unser Team kommen. Perfekt. Ich denke auch, dass Trunks und Goten unsere erste Fusion sein werden, die wir erstellen. Press Start. Oh Gott, aber Start jetzt nochmal. Okay, erstes abgeschlossen. Wo war jetzt Start nochmal? Ich glaube, hier unten irgendwo, oder? Ah, wo war der Startknopf? Ne? Ah, hier. Okay, Teamlist. Training. Energien müssen wir sammeln. Dragon Balls müssen wir sammeln. Save müsste jetzt hier sein, ne? Save and continue. Saving. Save complete. Perfekt. Okay. Oh, und unsere Lebensenergie wurde regeneriert. Warum auch immer. Und ja, wir gehen jetzt raus und suchen Trunks und Goten für unser Team. Und ich denke, wie gesagt, die werden die erste Fusion sein, ne? Es heißt halt Dragon Ball Fusions, ne? Und er ist unser Timespace-Radar. Oh, er zeigt uns das Key der Gegner, der Kämpfer in der Nähe an. Key Reading, Goten und Trunks. Ja, wir sehen sie auf der Map. Zwei Objekte markiert, ja. Ist simple enough. Achso, wenn der Pfeil nach unten geht. Okay, okay. Ah, okay, okay. Je nachdem, wie der Pfeil ist, umso... Okay, okay. Fling da mal hin. Wohin? Hier unten. Ja, hier unten. Oh, Leute, wie geil. Ich finde das so krass, ne? Ihr müsst euch das vorstellen. Das Ganze könnt ihr am 3DS spielen. Wie geil ist das denn bitte unterwegs? Wie geil. Aber ich spiele es natürlich lieber hier am PC für euch mit der Aufnahme. Ich weiß nicht, wie lange ich das... Obla. Angezockt Video machen will. Aber ich würde schon gerne eine Fusion noch sehen, ne? Wie gesagt, ich sollte herausfinden... Das ist ja Nappa und Raditz. Und die alle sind alle ein bisschen chibi, also kleine, süße Version. Oh Gott. Wo ist Vegeta? Ja, gute Frage. Eine Fusion. Moment mal. Fusionieren die jetzt? Das ist nicht Trunks und Goten, du komischer irgendwas. Das ist Nappa und Raditz, du Scherzkeks. Ja, das war ein Missverständnis. Toll gemacht, ne? Okay, ich bin gespannt. Ich würde echt gern kämpfen damit. Okay, er meint, wir sind leicht zu besiegen. Psst. Komm her, du kleiner Sack. Power. Ah, wir sind jetzt ein Power-Typ. Wir machen jetzt mehr Damage. Hoppla, sag ich jetzt fast überlesen. Ein Badass like Nappa. Ein Bartbruder like Nappa. Unser erster Kampf? Defeat all enemies. Okay, jetzt wird's ernst. Ich muss mir die ganzen Tasten merken. Das wird ein bisschen schwieriger am Anfang, ne? Wie gesagt, ich spiele auf Tastatur. Das alles Eingeblendete kann ich nicht drücken. Okay, okay. Melee Attack. Also Nahkampfangriff. Okay, okay. Wir können den Gegner erstmal angucken, wie stark er ist. Oder wir hauen einfach drauf. Und wir wählen jetzt Nappa aus. Ah, das ist so rundenbasierend. Ah. Ah, und man kann sich aussuchen, aus welcher Richtung man angreift. Ah. Ah. Da muss ich aussuchen, ob ich von vorne, von hinten, links, rechts angreifen will, wo er halt gerade eher nicht verteidigt, ne? Oh lol, das ist ja... Das ist ein relativ komplexes Kampfsystem für so ein Spiel, ne? Und jetzt müssen wir raten, wo... Also unten drücken. Unten. Ja. Und das war leicht. Damage blocken war mal leicht. Key Blast. Okay, wenn er rumfliegt, Key Blast. Aber jetzt müssen wir erstmal warten, auf die Leiste unten sitzt, wer zuerst dran ist. Wir sind zuerst dran. Und wir setzen uns mal den Key Blast ein. Auf ihn hier. Ah, und wir können jetzt mal hingehen, von wo wir drauf schießen wollen. Ich mach mal so, ich flieg nach hinten und schieße in den Rücken. Yeah!
Boah, das ist komplex und cool, Mann. Das ist echt gut, Mann. Das Kampfsystem finde ich nicht schlecht. Vor allem, es wird ja später noch weit erweitert mit weiteren Moves. Ich liebe auch so rundenbasierend, ne? Rundenbasierend ist mega geil. So ist nicht so eine große Hektik drin. Du kannst dir überlegen, ne? Wen greife ich aber wie an, mit welcher Attacke? Also sehr rollenspiellastig, ne? Und rundenbasierend wie Final Fantasy. Finde ich geil. Außer die neuen Final Fantasy. Das ist nicht so. Okay. Wir sind jetzt der Power-Type. Aber wir könnten auf jeden Fall, ja. Ja, ich find Power geil. Ich bleib bei Power. Schön, euch zu treffen, Trunks und Goten. Es ist Nappa und Raditz, du. Boah. Dieses kelle Ding. Oh, da sind Goten und Trunks. Lol, er hat doch die Wahrheit gesagt. Was ist mit euch Losern hier los, ne? Bist du okay? Ja, danke, mir geht's sehr gut. Die Goons. Oh, kämpfen sie als Team gemeinsam? Ja. Mit Trunks und Goten. Ich bin ein großer Goten-Fan, kein Trunks-Fan. In klein, Trunks nur in groß. Okay, lass uns kämpfen. Fusionieren? Wie, sie können nicht fusionieren? Schade. Ich muss einen der beiden nehmen. Goten. Das ist die leichteste Entscheidung im Leben. Goten. Okay, sie können gerade nicht fusionieren. Deswegen dürfen wir mit einem spielen. Wir nehmen Goten mit. Und jetzt müssen wir Nappa besiegen. Und Raditz oder nur einen der beiden? Ne, beide. Ah, das Game ist jetzt schon geil. Ich habe jetzt schon Bock, das durchzuspielen gefühlt, ne? Aber ihr müsst es mir sagen, ne? Ihr müsst es mir sagen. Wollt ihr mehr sehen, wollt ihr nicht sehen? Blablabla, ne? Oder sagt ihr, oh, danke fürs Zeigen des Spieles, aber reicht, das Spiel mal gesehen zu haben, ne? Ne, ihr habt alles kein Get-Sump für uns. Ah, wenn wir ihn richtig angreifen, also in der richtigen Richtung und so weiter, dann kann unser Teammitglied mit angreifen, wenn es in der Nähe ist. Das ist ein guter Damage-Boost dazu nochmal, ne? Also Teamwork scheint ziemlich wichtig zu sein. Boah, der macht viel mehr Schaden als wir, ne? Ich würde sagen, wir greifen Nappa weiter an. Ihr seht auch unter mir die Lebensenergie von Nappa und so weiter. Ja! Yeah. Wow! Ah, den hast du in den Ring geschossen! LOL! Okay, jetzt greifen die uns an. Jetzt müssen wir blocken. Blocken. Sehr gut. Goten ist echt schnell. LOL, Goten ist schon wieder dran. Okay, nochmal auf Nappa drauf, würde ich sagen. Um Nappa loszuwerden, wie gesagt, ne? Oh, und ja, wieder zu zweit, weil wir neben standen. Oh, das Kampfsystem fühle ich richtig hart. Und wieder rausgehauen aus dem Ring. Nochmal extra Damage. Ring out. Sehr schön. Okay, jetzt müssen wir mit Gohan. Naja, geht gar nicht. Mit Gohan, wollte ich sagen. Mein Charakter ist ja so wie Gohan. Okay, wir haben Special Move. Buster Rush oder die Gallic Gun? Nutzen wir den Buster Rush, würde ich sagen, auf Nappa. Allein, um es mal zu sehen. Getroffen, okay. Okay, finde ich nice. Down. Oder? Yeah. 800 Damage. Knockout. Hey, das Kampfsystem ist geil. Das ist geil. Special Move kostet KI Orbs. Mhm. Okay, je mehr wir angreifen, wir sammeln dann das Ki, ne? Und dann können wir, nachdem wir oft genug angegriffen haben, unsere Special Moves benutzen. Kamehameha. Komm, lass mal Kamehameha raushauen. Das greift doch Gegner in einer Linie an. Richtig geil. Und du kannst doch mit Gegner wegschleudern, was ja auch wichtig ist. Ah, daneben. Shit. Man muss halt raten, wo der Gegner angreift. Raditz ist schnell. Oh, wir sind schneller. Haben wir noch einen Special Move übrig? Ich würde gerne mal die Gallic Gun ausprobieren. Wie die so aussieht. Oh, geil. Wir haben ihn zu Gohan geschossen. Und Gohan hat ihn zu uns zurückgeschlagen. Also nochmal so ein extra Damage. Geiler Scheiß. Okay, jetzt machen wir mal Papiersteinschere. Lustiger Angriff. Und wir haben ihn zurückgeschleudert, weil er zu mir geschleudert wurde. Haben wir nochmal extra Damage gemacht und er ist down. Hey, das Kampfsystem fühlt sich sehr, sehr gut an.
bin bisher komplett begeistert. Echt? Wirklich? Okay, wir haben jetzt x Erfahrungspunkte bekommen, weil wir gewisse Dinge erledigt haben. Oh, unser Charakter levelt auch, ne? Wir sind jetzt Level 2. Oh, Gohan ist Level 8, lol. Okay, wir sind jetzt Level 3 geworden. Instant 500 Leben mehr. Mehr Damage. Ihr seht es ja, mehr Defense. Luck. Für was man Luck braucht, weiß ich noch nicht. Und Gohan Level 8, hey, krasser Scheiß. A new special move. Okay, wir können ja noch einen... Entweder können wir Special Move behalten. Ich würde mal sagen, ich save diesen Move. Einfach für jemanden, der es dann kann, ne? Nein. Ich kann beide mitnehmen. Lol. Zwei Special Moves. Wir saven sie erstmal und stecken sie in unsere Hosentasche, in unseren Pokédex. Und werden sie später mal benutzen auf anderen Charakteren. Das ist geil. Das ist wie TMs in Pokémon, ne? Yeah, besiegt. Und was ist mit Trunks? Du bist Goten, weiß ich. Kann ich jetzt Trunks auch mitnehmen oder bleibt er jetzt hier? Ja, wir waren bei Bulma schon. Wir wissen alles über den Contest. Wenn ein legendärer Champion derjenige, der gewinnt. Wollt ihr beiden mitmachen, ist die Frage. Wollt ihr in mein Team reinkommen? Ja. Tournament? Ja, ich würde gerne mit euch ein Team bilden. Ja, ich kann nicht mal Nein sagen, lol. Ich könnte nicht mal Nein sagen. Wir brauchen 5 Leute, wir sind erst zu dritt, ne? Wir sollten ein bisschen rumgucken und mal schauen, wer noch unserem Team beitreten kann. Okay, sehr geil. Mission abgeschlossen. Trunks und Goten. Ein Reward? Ja, wir haben Trunks bekommen. Sehr schön, Level 9 und Level 8 zum Goten. Okay, now hold more energy. Wir haben Blue Energie bekommen. Und alles so Nebenquests, die wir nebenbei abschließen. Oh, wie geil. Okay, wir haben jetzt sehr viele auf der Map, seht ihr, ne? Das sind sehr viele Punkte. Okay, er markiert uns wieder die Leute. Okay. Okay, wir haben jetzt mehrere Möglichkeiten, uns einen weiteren Team-Member auszusuchen. Aber... Ich kann nicht speichern? Lol. Warum kann ich speichern? Darf ich speichern hier? Muss ich zu Bulma gehen, um zu speichern? Das würde mich auch mal interessieren. Komm, das Feedback noch kurz raus. Denn ich wollte mal kurz speichern und sagen, wir sehen uns ja vielleicht in der nächsten Folge wieder. Aber jetzt muss ich erstmal rausfinden, wie speichert man denn? Muss ich echt zu Bulma reingehen, um speichern zu können? Oder darf ich derzeit nicht speichern? Das müssen wir jetzt unbedingt rausfinden. Das ist nämlich eine wichtige Sache natürlich, ne? Find ich für mich, ne? Okay, also hier drinnen wird immer unser Leben regeneriert. Unsere Teammitglieder sind auch hier drin. Also Trunks und Goten ist hier. Und ja, hier kann ich speichern. Okay, man muss also sozusagen in sein Pokémon Center gehen, in sein Hauptquartier, um speichern zu können und um sein Leben zu regenerieren. Um mit seinen Teamkameraden halt zu reden. Ich finde das Game bisher echt geil, Leute. Was sagt ihr dazu? Sollen wir es durchzocken? Habt ihr Bock drauf? Daumen hoch, erzählt euren Freunden, dass wir Dragon Ball Fusion spielen. Und ja, wie gesagt, wir können auch fusionieren, dann die verrücktesten Kombinationen. Ihr habt es vielleicht am Thumbnail gesehen. Links am Thumbnail ist Kakarot, also Goku, mit, es ist so geil, mit Broly fusioniert. Zum Beispiel, es gibt noch viele geile weitere Fusionen. Es gibt hier Panliebe, es gibt ja wahrscheinlich auch Mr. Satan und so weiter. Lasst mich wissen, haut eure Meinung gerne in die Kommentare. Hast du das Spiel schon gespielt auf dem Nintendo 3DS? Wie hat es dir gefallen? Und vor allem, nicht vergessen zu abonnieren. Viel Spaß weiterhin auf meinem geilen Kanal bei Black Rabbit und gönnt euch die Videos jetzt auf der Endcard. Bis zum nächsten Mal, vielleicht, ich hoffe es zumindest, in Dragon Ball Fusions. Haut rein und ciao.